Eine Freundin von mir, die Anne, sie ist sehr klein. Sie ist zierlich und hat folglich wenig Kraft. Sie trinkt aber verdammt viel Mineralwasser und sie hat keinen Bock, in ihrer neuen WG in den dritten Stock die ganzen Wasserflaschen zu schleppen. Also, was macht man da? Ihr ahnt es schon, es geht heute um diesen Kollegen, den SodaStream Crystal 2.0 Wasserspuler. Bleibt dran und ich zeige euch, wie es geht. Moin und herzlich willkommen. Ich saß kürzlich mit ein paar Kumpels zusammen und habe genau über diese Problematik gesprochen. Anne ist also in ihre neue WG gezogen und wir waren eingeladen. Und wir haben uns gedacht, wir hauen einfach alle ein paar Euro zusammen und schenken ihr das Teil zusammen. Aber vorher zeige ich euch, wie der SodaStream funktioniert. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich nicht nur der SodaStream, sondern er kommt mit zwei Glasflaschen. Sie sind verschließbar mit Deckeln, Kappen, wie auch immer. Und zwar so dicht, dass es weder kleckert, noch die Kohlensäure rausgeht. Und mit dabei ist bereits eine Gaskartusche. Und wie ihr diese Gaskartusche da reinbekommt, ist richtig geil beschrieben anhand einer bebilderten Einbauanleitung. Kinder einfach, ich hab's geschafft, also kannst du das auch. Also wir haben hier zwei Teile an diesem Gerät. Im Großen und Ganzen ist es einmal der hohe Teil, in dem die Gaskartusche ist, und dieser Teil, wo nachher die Wasserflasche reinkommt. Ich glaube, wir müssen irgendwie an diesen Hebel drehen. Das ist ja fast wie bei Star Wars. Okay, kommen wir jetzt zurück zur Funktion. Ihr nehmt eine Wasserflasche, füllt sie maximal bis zur Begrenzungslinie auf, Deckel abschrauben, in den Behälter reinstellen, zurückdrücken, nach unten, zudrehen. Ein paar Mal drücken, bis genau dieses komische Geräusch kommt und dann draufdrücken, öffnen und fertig ist frisches Mineralwasser. Nur falls ich hier irgendwas vergessen habe, noch mehr Informationen findest du auf unserer Website. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ganz einfach: liken, abonnieren, Glocke drücken. So verpasst du kein Video mehr. Wohl bekommt's. Ah, herrlich, sehr erfrischend, sehr lecker. Ihr müsst euch vorstellen, der SodaStream macht in etwa ein Sprudelwasser wie das klassische Mineralwasser. Ein kleines bisschen milder, aber auf jeden Fall mehr als Medium. Ich finde es sehr erfrischend, sehr lecker, aber auch nicht zu viel Kohlensäure. Mit dem SodaStream 2.0 macht ihr also euer eigenes perfektes Mineralwasser. Positiver Nebeneffekt des Ganzen ist, ganz einfach, ihr erzeugt weniger Plastikmüll, ihr schleppt weniger rum und auch beim Einkaufen habt ihr ganz einfach nicht mehr diesen Umweg über den Pfandautomaten. Zur Verarbeitung will ich auch noch kurz was sagen. Der SodaStream ist jetzt nicht unbedingt billig, daher erwartet man natürlich eine entsprechende Verarbeitung. Grundsätzlich möchte ich sagen, werden diese Anforderungen auch erfüllt, aber ich bin der Meinung, es muss doch nicht alles Kunststoff sein. Okay, unten der Behälter und die Verschlussmechanik, das ist alles aus Metall. Aber sonst ist das meiste, was man sehen kann, alles aus Kunststoff. Hochwertiger Kunststoff, fester Kunststoff, aber eben Kunststoff. Trotzdem würde ich sagen, ist das eine solide Note 2. Also, der SodaStream 2.0 ist die Geschenkidee überhaupt, so wie ich es mache mit meinen Kumpels, ein Geschenk für Anne. Oder denkt auch mal an euch. Macht euch doch mal selbst ein Geschenk. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort haben wir ihn verlinkt. Klickt vielleicht auch nochmal auf den Like-Button und abonniert unseren Kanal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.